Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch hier im Atrium noch einmal ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Cornelia Woll. Ich bin Gastgeberin für diesen Raum, für den Rest des Abends. Und das heißt, ich darf Sie durchs Programm führen, aber vor allen Dingen darf ich auf die Zeit aufpassen. Ich bin also die Hüterin der Zeit im Raum, was eine besondere Aufgabe ist, weil hier keine Uhr ist. Insofern werde ich immer mal wieder auf mein Handy gucken. Nehmen Sie es mir nicht böse. Das ist einfach nur, damit ich Sie führen kann. Durch unser Programm, das hier dem Thema gewidmet ist, Zeitdimensionen und Zeitdynamiken in Gesellschaft und Wissenschaft. Hier im Atrium geht es heute Abend um Aspekte von Zeit in Wissenschaft und Gesellschaft. Zwei Arbeitsgruppen befassen sich mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung, das ist unser erster Panel, und mit der Zukunft der Arbeit, dem wir einen zweiten Panel widmen werden. Ein weiteres Podium blickt zurück auf eine Zeit, in der, die uns alle noch gut in Erinnerung ist und die auch eben schon erwähnt wurde, nämlich die Corona-Pandemie und den Umgang mit ihr. Zum Schluss begrüßen wir zwei Astrophysiker, die von gigantischen Zeiträumen des Universums und über Komplikationen mit der Zeitrechnung zu uns sprechen werden. Wir haben also einen wirklich spannenden Abend vor uns. Ich nehme es Ihnen aber auch nicht übel, wenn Sie nach den jeweiligen Stunden vielleicht den Raum wechseln wollen und andere Gäste dann ihren Platz einnehmen. Wir haben immer eine Stunde pro Thema und 45 Minuten am Ende jeder Stunde, also um Viertel vor, eine Pause, damit Sie den Raum wechseln können, eine Brezel oder etwas zu trinken abholen können und dann sich wieder bei uns oder in einem anderen spannenden Punkt einfinden können. Ja, und damit komme ich zu unserem ersten Panel der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in der multiplen Krise. Ein Arbeitskreis der Fritz-Thyssen-Stiftung, die ich hier vorne auch vertreten begrüßen darf, geleitet von Armin Nassehi und Peter Strohschneider, befasst sich mit den multiplen Krisen in unserer Gegenwart, mit den multiplen Sichtweisen auf diese Krisen und mit der Frage nach Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Was genau das bedeutet, das werden uns die beiden Leiter der Arbeitsgruppe gleich vorstellen. Und im Anschluss gibt es die Möglichkeit für das Publikum, Fragen an Sie zu stellen. Armin Nassehi ist Soziologe an der Ludwigs-Maximilian-Universität München, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Fritz-Thyssen-Stiftung, die dankenswerterweise auch diesen Salon fördert, und Autor zahlreicher Bücher über den Zustand unserer Gesellschaft. Ich darf hier aber trotzdem, auch wenn er schon viel geschrieben hat, seine Promotionsschrift erwähnen, 1992 verfasst, die sich mit der Zeit der Gesellschaft befasste. Ein sehr passendes Thema für unseren heutigen Abend. Peter Strohschneider ist germanistischer Medievist, war ebenfalls an der Ludwigs-Maximilian-Universität München tätig, von 2006 bis 2011 Vorsitzender des Wissenschaftsrates und von 2013 bis 2019 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Auch seine zahlreichen literatur- und geschichtswissenschaftlichen Arbeiten sind hier nur schwer aufzulisten. Aber ich möchte dennoch auf sein 2020er Buch zu sprechen kommen, das betitelt ist Zumutung. Wissenschaft in Zeiten von Populismus, Moralisierung und Scientokratie. Das ist auch, glaube ich, wie wir heute gehört haben, ein wirklich treffendes Thema, was Sie vielleicht auch in Ihren Fragen ansprechen können. Mit dieser Einleitung möchte ich an die Referenten übergeben. Armin Nassehi fängt, glaube ich, an und danach werden wir hier den Raum einnehmen und Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Woll, für die freundliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, bei dieser adventlichen Beleuchtung begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Workshop, der von uns beiden, Peter Strohschneiders und mir, Leitern des Arbeitskreises, der schon genannt wurde, bestritten wird. Wir beschäftigen uns mit den gegenwärtigen multiplen Krisen oder zumindest mit den Phänomenen, die als Krisen beschrieben werden. Und wir werden Ihnen jetzt nicht am Anfang das Forschungsprogramm darstellen, sondern versuchen, in zwei Impulsen quasi indirekt ins Thema einzuführen. Und ich beginne mit der Frage, wie wir eigentlich in dieser Gesellschaft über Protest und Kritik nachdenken. Der Begriff der Zeit kommt später. Wenn wir uns die Gesellschaft ansehen, dann ist eines der Phänomene, das besonders ins Auge sticht, wenn man sich mit Krisen beschäftigt, dass der Zielkonflikte innerhalb einer Gesellschaft, die ganz offensichtlich nicht mit Hilfe einer einheitlichen Beschreibung überwunden werden können. Die moderne Gesellschaft besteht nicht aus einem Guss. Und das kann man empirisch daran erkennen, dass es unterschiedliche Handlungstypen gibt, die jeweils unterschiedliche Erfolgsbedingungen haben.
Wir nennen das soziologisch eine funktional differenzierte Gesellschaft, in der permanent auf die Differenziertheit der Erfolgsbedingungen hingewiesen wird, und zwar nicht abstrakt, sondern konkret. Und zwar auf Asymmetrien unterschiedlicher Perspektiven. Wenn Sie sich gesellschaftliche Diskurse angucken, die sind leichter anzugucken als gesellschaftliche Handlungsformen. Über diese Handlungsformen werden Diskurse geführt. Dann werden Sie ein Nebeneinander von ökonomischen, von politischen, von wissenschaftlichen, von medialen, von ästhetisch-künstlerischen, von rechtlichen, von medizinischen, von familialen und von erzieherischen Perspektiven stoßen. Für einen Beobachter etwa, für die Soziologie, sieht das aus wie ein symmetrisches Verhältnis unterschiedlicher Funktionen der Gesellschaft. Also wir gucken uns eine Gesellschaft an und können eigentlich nicht sagen, dass es eine wichtigere Funktion als andere gibt, sondern Funktionen, die nebeneinander stehen. Und die Metapher, die wir verwenden, der Arbeitsteilung, sieht auf den ersten Blick so aus, als sei das ein wohlgeordnetes System, in dem die unterschiedlichen Teile jeweils Aufgaben erfüllen, zum Behufe, man könnte sagen, des Fortschritts des Ganzen. Wer so beschreibt, und viele beschreiben so, ist kein Empiriker, weil ein Empiriker sofort darauf stößt, dass schon diese symmetrisierende Beschreibung auf empirische Asymmetrisierungen stößt. Zum Beispiel, wir haben das vorhin in der Einführung von Christoph Markschies sehr schön gehört, würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präferieren, dass die Probleme dieser Gesellschaft doch möglichst aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden sollen, damit man zum Beispiel, ich vereinfache jetzt ein bisschen, die Fremdenfeindlichkeit los wird. Das Problem ist, dass sich die meisten Leute nicht für wissenschaftliche Perspektiven interessieren. Also ich kenne auch viele, es gilt auch für viele Wissenschaftler, aber sagen wir mal, es ist sozusagen schon so, dass die meisten keine wissenschaftlichen Probleme haben, sondern zum Beispiel familiale oder erzieherische oder rechtliche oder medizinische oder mediale oder politische. Also wenn wir uns diese Arbeitsteilung ansehen, dann müssten wir empirisch darauf gucken, wie die Gesellschaft das eigentlich selber erlebt. Und sie erlebt das permanent asymmetrisch. Wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden immer hingehen und sagen, die wichtigste Perspektive, sagen wir vielleicht nicht die wichtigste, aber die, über die sich unsere Perspektive erschließt, ist eine wissenschaftliche. Also sie wäre zum Beispiel aufgefordert, wahrheitsförmige Sätze zu sagen, während jemand, der rechtliche Probleme lösen würde, mit wahrheitsförmigen Sätzen gar nicht so viel zu tun hat, sondern konsistente normative Sätze sagen müsste, von denen er hofft, dass sie in bestimmten Instanzen bestätigt werden oder eben auch nicht. Und wer politische Probleme lösen wird, der wird sich für Wahrheitsfragen womöglich nur dann interessieren, wenn sie im politischen Prozess nützlich sind. Und das noch Interessantere ist, nach meinem Dafürhalten, dass das kein Mangel der anderen Perspektiven ist, obwohl Krisenkommunikation in der Gesellschaft immer so aussieht, dass man die anderen Perspektiven für mangelhaft hält, weil sie ja nicht in der Lage sind, die Perspektive einzunehmen, die einzunehmen wir gewöhnt sind. Und was ich hier gesagt habe, ist keine abstrakte Form von Symmetrisierungen und Asymmetrisierungen, sondern die konkrete Praxisbedingung, an denen wir uns eine Gesellschaft angucken müssen. Und ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Dieses Beispiel ist noch präsenter, als wir so denken. Das Beispiel ist der gesellschaftliche Umgang mit der Pandemie. Und ich interessiere mich jetzt nicht dafür, ob man irgendwas richtig gemacht hat oder falsch gemacht hat und ob Long-Covid lang dauert oder so. Das interessiert mich als Soziologe nicht. Mich interessiert als Soziologe, wie eigentlich diese Gesellschaft die Pandemie als Krise wahrgenommen hat. Dass es eine Krise war, darauf haben wir uns geeinigt. Das ist übrigens eine sehr voraussetzungsvolle Geschichte. Manche Erkrankungszahlen, die wir heute haben, hätten in früheren Jahren zu Lockdowns geführt. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Darüber kann man jetzt diskutieren. Es liegt auch am Impfstatus der Gesellschaft. Das liegt auch daran, dass wir inzwischen eine Grundimmunität haben. Das liegt aber auch daran, dass die Aufmerksamkeitsökonomie sich verschoben hat. Aber wenn man sich
fragt, warum eigentlich die Pandemie eine Krise war, dann ist das aus ökonomischer Perspektive etwas anderes als aus politischer. Aus ökonomischer Perspektive ist es zunächst einmal, vor allem aus unternehmerischer, die Unterbrechung von Wertschöpfungsketten, die Gefahr des Strukturverlustes auf Märkten oder ein erlebter Gewinneinbruch oder sogar die Frage der Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man im Moment nicht bezahlen kann, aber nach der Krise womöglich braucht. Und man kann aus so einer Perspektive des verbeamteten bayerischen Wissenschaftlers an einer Exzellenzuniversität an der Isar sagen, das sind doch keine wichtigen Probleme. Aber aus der Perspektive von jemandem, der Wertschöpfungsketten aufrechterhalten muss, ist es das einzige Problem, das man zunächst einmal lösen muss. Aus politischer Perspektive ist die Krise keineswegs nur die gewesen, dass das Virus bisweilen tödlich ist, sondern die Frage, wie man die Sachdimension, also das Problem selbst, und die politische Dimension, wie man einem Publikum entsprechende Entscheidungen verkaufen kann, miteinander vermittelt. Und wie man als Moderator von Zielkonflikten es sich nicht mit allen Zielen gleichzeitig verdirbt. Aus der Perspektive des Rechts geht es um die Abwägung von Grundrechtseinschränkungen und vor allem hier das Fehlen von Konditionalprogrammen, was wir sonst bei allen rechtlichen Fragen haben. Ich mache das sehr schnell, nur um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln. Aus medizinischer Perspektive war es zunächst einmal eine Situation fehlender Behandlungsroutinen und von Kapazitätsfragen und natürlich auch die Frage der nicht-Covid-spezifischen Nebenfolgen, die man bearbeiten musste. Und vielleicht ist die interessanteste Perspektive die von Familien gewesen, weil wir ja üblicherweise, wenn gerade keine Pandemie ist, Familien so beschreiben, dass sie am glücklichsten sind, wenn sie zusammen sind. Aber während der Pandemie mussten sie zusammen sein, hatten keine Exit-Strategien und das führt dann zu Überlastungen. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Pandemie zunächst einmal ein Anlass für Nichtwissen gewesen, und zwar in den unterschiedlichsten Fächern, also in den unterschiedlichsten Fakultäten. Und das Interessante ist, dass die Erwartung an Wissenschaft durch andere, also nicht wissenschaftliche Akteure, die war, dass man ihnen endlich mal sagt, was denn eigentlich der Fall ist. Und dann kommt Wissenschaft und sagt, dass sie das nur unter wissenschaftlichen Bedingungen tun kann. Es gab genug Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alles schon wussten, bevor das Virus wusste, was es eigentlich tun sollte. Aber Wissenschaft war eigentlich nicht in der Lage, die Sicherheit herzustellen, die man von Wissenschaft erwartet. Das ist jetzt alles eine Karikatur, aber die Karikatur ist empirisch durchaus auffüllbar, weil sie kann sehr schön zeigen, dass es gar nicht die Krise gibt, sondern dass diese Krise aus unterschiedlichen Perspektiven sehr, sehr unterschiedlich aussieht und die Moderation dieser Fragen das Problem beinhaltet, dass es keinen Ort für diese Moderation gibt. Der Dritte ist ausgeschlossen, wie wir spätestens aus der aristotelischen Logik wissen. Der Dritte, selbst wenn der Dritte ein Soziologe oder eine Soziologin ist und das von einem Punkt des Dritten aus beschreiben kann, ist leider nur der Dritte für sich selbst und nicht für die Ersten und Zweiten, die er beobachtet. Dumm gelaufen. Die Symmetrie als Beobachtungskonstrukt ist aber etwas, das nur von außen funktioniert. Und es gibt neben zum Beispiel einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auch andere, zum Beispiel Protest oder Kritik. Protest und Kritik wendet sich fast immer an die Gesellschaft, also an einen Akteur, der nicht existiert. Oder die Moralisierung, die wendet sich an den Algorithmus von Handlungen, die allerdings, wie ich gerade gesagt habe, nicht alle gleich sind, sondern Unterschiedliches bedeuten. Diese Tagung beschäftigt sich mit Zeit. Welche Zeitimplikationen hat das, was ich gerade versucht habe, in sehr, sehr kurzen Strichen darzustellen? Es sind mindestens zwei. Der eine ist, dass all diese unterschiedlichen Perspektiven einen Synchronisationsbedarf erzeugen. Also denken Sie etwa daran, dass Wissenschaft für Erkenntnisse zu lange gebraucht hat, um Grundlage für politische Entscheidungen sein zu können. Oder denken Sie daran, dass Unternehmen sofort in Schieflage geraten, bevor man politisch Programme machen kann, diese Schieflage aufzuarbeiten. Oder festzustellen, dass Familien eine andere Zeitperspektive haben, wenn die Leute permanent zusammen sind, als wenn Familien, und sie leben tatsächlich davon, dass die Familienmitglieder temporär außerhalb der Familie sind. Zumindest moderne Familien, wie wir sie kennen. Das ist der eine Zeitaspekt. Und das Interessante an dieser Synchronisationsfrage ist,
dass es keinen Ort gibt, von dem aus man sie lösen kann. Ich würde sagen, in Organisationen glauben wir, dass das geht. Überhaupt Leute, die starke Reformen machen wollen, stellen sich die Gesellschaft wie eine Organisation vor. Man fragt sich dann nur, wo ist der Vorstand? In empirischen Organisationen muss man fragen, wer, selbst wenn man den Vorstand kennt, ist die Organisation nicht als Ganze programmierbar. Auch dort gibt es übrigens Synchronisationsprobleme. Der zweite Zeitaspekt, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen möchte, das ist die Frage der Zukunft, die in Krisen immer eine besondere Rolle spielt. Also die Krise möchte gelöst werden, also welche Krise auch immer, und sie muss gelöst werden in einer Zukunft oder sagen wir besser für eine Zukunft, weil wir nur in Gegenwarten handeln können. Die Zeitmodalisierung zwingt uns dazu, dass wir Zukünfte nur als gegenwärtige Zukünfte kennen und Vergangenheiten nur als gegenwärtige Vergangenheiten. Das ist, kann man sehr schön mit einer Theorie der Zeitmodalisierung beschreiben. Auch hier würde man bei Aristoteles beginnen, der schon den schönen Satz gesagt hat, dass nur das, was gerade ist, ein Seiendes ist und alles andere nicht. Aber das hilft uns nicht weiter. Das hilft uns deshalb nicht weiter, weil moderne Gesellschaften aufgrund der Symmetrie erfordernden Form der Asymmetrie der unterschiedlichen Perspektiven keine Zukunft hat, sondern Zukünfte. Und wenn sich die Zukunft pluralisiert, bildet sich in der Zukunft das gleiche Problem ab, das man schon in der Gegenwart beobachten kann, nämlich dass weder die Gesellschaft noch ihre Zukunft aus einem Guss zu beschreiben ist. Noch nicht einmal von Soziologen und horribile dictu, noch nicht einmal von medievistischen Germanisten, womit Peter Strohschneider eingeführt ist. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir eine herzliche Begrüßung. Ich schließe direkt daran an, und das emergiert eher, als dass es das Ergebnis einer Planung wäre, aber das ist irgendwie der Witz an diesem Arbeitskreis, von dem wir Ihnen etwas erzählen wollen. Zu diesen Krisenwahrnehmungen, von denen Armin Nassy gerade gesprochen hat, den Wahrnehmungen krisenhafter Zustände der pluralistischen Gesellschaft, der liberalen Demokratie. Dazu gehören, sagen wir mal, eine Intensivierung, eine wachsende Intensität von Steuerungserwartungen in dieser Krise. Steuerungserwartungen, die so etwas voraussetzen wie eine zentrale Steuerungsinstanz der gesellschaftlichen Steuerung. Das ist das Problem, das Armin gerade sozusagen als die Unerreichbarkeit des Ganzen beschrieben hat, der Gesellschaft. Steuerungserwartungen, die sich mit der Wirksamkeit von Steuerungen verbinden. Dafür kann man viele eindrückliche Beispiele nehmen. Der Berliner Soziologe Philipp Stab hat eine solche Steuerungserwartung als protektive Technokratie, als die Erwartung, die in der Jugendklimabewegung eine prägende Kraft hat, als eine protektive Technokratie zum Beispiel beschrieben, um nur ein aktuelles Beispiel zu sagen. Steuerungserwartungen, die über die Grenzen der gerade beschriebenen gesellschaftlichen Teilsysteme, Teilordnungen und so weiter hinweggehen. Also die Erwartung, dass Politik die Wirtschaft steuern könne, dass das Recht den technischen Fortschritt steuern könne, dass die Wissenschaft die Politik steuern könne, wie eben in der Pandemie und so weiter. Für diese Art von Steuerungserwartungen sind zwei Zeitdimensionen entscheidend. Das eine ist das Synchronisierungsproblem, von dem gerade die Rede war. Und die andere Zeitdimension ist sozusagen eine Prospektiv-Retrospektive, also die Erwartung, dass der Steuerungsakt in der Zukunft Folgen zeitigen werde und die retrospektive Zurechnung von gesellschaftlichen Zuständen auf vorangegangene Steuerungsakte. Das ist gewissermaßen die eine Dimension, und die andere ist, über die Grenzen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilordnungen hinweg könne man steuern, und diese Steuerung kann man unter anderem als Synchronisierungsproblem beschreiben, weil unterschiedliche Zeitkulturen, unterschiedliche Zeitregime, unterschiedliche Geschwindigkeiten
mit einem Wort unterschiedliche Eigenzeiten unterschiedlicher gesellschaftlicher Ordnungen miteinander synchronisiert werden müssen. Man könnte das illustrieren, und das liegt für mich nahe, weil ich hier oben viele Jahre ein Büro hatte. Man könnte das zum Beispiel am Verhältnis von Wissenschaftspolitik, Wissenschaftsverwaltung inklusive Forschungsförderung, Forschungsprozessen zwischen verschiedenen Disziplinen, dem Publikationssystem, vom Print, Social Media und so weiter beschreiben und bekäme also von den Bibliotheken über die Journals zu den Social Media und bekäme eine ganze Menge von Strukturproblemen des Wissenschaftssystems in den Griff, wenn man das da machte. Ich wollte jetzt ein anderes Beispiel sozusagen für die Problematik solcher Steuerungserwartungen und der Zielkonflikte, die in Ihnen auftauchen, kurz Ihnen sozusagen vorstellen. Und das sind jene Proteste, mit denen uns die Landwirte zurzeit vorführen, dass ein 250.000 Euro teurer Traktor ein markantes Emblem des eigenen ökonomischen Ruins ist. Das, was also hier in Berlin unentwegt passiert, auch diese Bauernproteste, diese Landwirtschaftsproteste, kann man nämlich beschreiben als Manifestationen von Synchronisierungsproblemen. Also, wie soll man sagen, als die zeitliche Dimension jener Schnittstellenprobleme, die mit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in die Welt gekommen sind. Und zwar insbesondere Synchronisierungsprobleme zwischen dem Rechtssystem, dem Politiksystem und dem Landwirtschaftswirtschaftssystem. Also, das Rechtssystem operiert in den Geschwindigkeiten, in denen es operiert. Und das Bundesverfassungsgericht trifft Anfang Dezember vergangenen Jahres eine Entscheidung über die Haushaltspolitik, über die Schuldenbremse und so weiter. Das ist für das Politiksystem eine Zumutung, und zwar schon deswegen, weil die Entscheidung zu einem Zeitpunkt fällt, als die Aufstellung des Bundeshaushalts 2024 schon so weit ist, dass nicht mehr richtig auf dieses Urteil reagiert werden kann, auf das aber richtig reagiert werden muss. Darauf dieses Problem, also dieses Rechtspolitik-Synchronisierungsproblem, löst die Politik unter anderem, indem die Parteivorsitzenden der Ampelkoalition wenige Tage später eine Entscheidung treffen zur Haushaltskonsolidierung, die für ungefähr 900 Millionen Euro, um die es dabei geht, zweimal, also 450 Millionen für das Ding heißt Agrardieselsteuerrückerstattung und 400 Millionen rund für das grüne Kennzeichen, also die Kraftfahrzeugsteuerersatz. Der politische Beschluss sagt, das Dienstkraftfahrzeug privilegiert wird für die Landwirte außer Kraft gesetzt, für alle, die eher FDP wählen, wird es aber beibehalten, ist ja klar. Und die Politik trifft diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt, der für einen Angriff auf die Bauern der schlechteste im ganzen Jahr ist. Wenn man Bauern angreifen will, dann muss man das im Mai und Juni tun, wenn Ernte ist. Nicht im Dezember, wenn die sowieso wenig zu tun haben und schnell auf die Straße gehen können. Das ist also sozusagen, passiert. Es entlädt sich in dem Prozess, in dem Protest der Landwirte seit jetzt gut 14 Tagen. Es entlädt sich die Zumutungshaftigkeit auch der unabgestimmten Zeitordnungen dieses Agrarsystems als eines Teils des Wirtschaftssystems. Also Recht, Politik, Wirtschaft und dann innerhalb des Wirtschaftssystems wiederum entsprechende Verwerfungen oder sagen wir Schnittstellenprobleme, Synchronisierungsprobleme der Zeitordnung. Das fängt damit an, dass klugerweise der Protest auf den Beginn der Grünen Woche terminiert wird, sodass sowieso maximale politische, gesellschaftliche, mediale Aufmerksamkeit auf dem Protest liegt. Und dann überlagern sich in den Motivationen für diesen Protest ganz unterschiedliche Dimensionen. Einerseits die kurzfristige konjunkturelle Situation der Landwirtschaft, die ist erstaunlich gut in den letzten zwei Jahren.
Andererseits sozusagen die Longue Durée des Agrarstrukturwandels, der über Jahrzehnte geht und mit Prozessen der Technisierung, der Automatisierung, der Spezialisierung, der Intensivierung der Lebensmittelproduktion, der Externalisierung von Produktionskosten in die Allgemeingüter, Boden, Wasser, Luft, Klima, Biodiversität und so weiter. Sie können alles, Sie können Nitrat sagen oder Glyphosat sagen oder Blühstreifen sagen. Es sind immer dieselben systematischen Probleme, die da auftauchen. Und ein Oligopolisierungsprozess der Betriebe. Die Flächen in Deutschland sind völlig konstant, die landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Aber die Anzahl der Betriebe hat sich seit dem Beginn, seit dem ersten Kabinett Merkel fast halbiert. Die Anzahl der Betriebe hat sich fast halbiert, von 450 auf 250.000 Betriebe in Deutschland. Das ist ein massiver Oligopolisierungsprozess. Die Betriebe werden immer weniger, aber die, die es gibt, werden immer größer und so weiter. Dazu braucht man eine Theorie des Kapitalismus. Das ist aber nur die eine, also kurzzeitige, konjunkturelle, langfristige, strukturelle Dimensionen. Eine dritte Zeitebene ist die Zyklizität der jährlichen Produktionsprozesse beim Ackerbau, in den Sonderkulturen und so weiter. Und eine dritte, hochgradig gegenwärtig, wenn Sie die Berichterstattung über diese Proteste beobachten, sind Zeitordnungen von Familien, Generationenfolgen, Hofübergaben. Das wichtigste Argument, das sozusagen in der erregten Wut auftaucht, ist: Ich weiß nicht mehr, ob ich meinen Kindern diesen Hof noch übergeben kann. Und es gibt Leute, die sagen, die können zu Recht darauf verweisen, dass sie auf einem Hof sind. Also eine junge Frau, die Sie vielleicht rechts hinter Herrn Lindner gesehen haben, als der aus der Rolle gefallen ist vor dem Brandenburger Tor Anfang der Woche. Da steht rechts hinter eine junge Frau, das ist Theresia Schmidt. Die hat gerade einen Hof übernommen, den ihre Familie seit 1555 bewirtschaftet. Das sind andere Zeithorizonte als die der wahren Terminmärkte auf den Weizenbörsen. Also ich will nur mit wenigen Stichworten andeuten, wie komplex auch nur innerhalb des agrarwirtschaftlichen Systems unterschiedliche Zeitordnungen interferieren. Und diese Komplexität, unter anderem diese Verschränkung von Zeit- und Tempoordnungen, zeigt sich neben vielem anderen in einem Element, das für gegenwärtige Protestbewegungen, glaube ich, charakteristisch ist, nämlich in einer auffälligen Diskrepanz zwischen der Kleinteiligkeit der Forderungen und der größtmöglichen apokalyptischen Rahmung. Also es geht, die Rahmung lautet: stirbt der Bauer, stirbt das Land. Aber die Forderung ist ungefähr 2.500 Euro pro Jahr Agrardieselrückerstattung. Das ist nicht charakteristisch für die Bauern, sondern für Protestbewegungen überhaupt. Die Forderung könnte lauten: die apokalyptische Framing lautet, wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten, und die Forderung lautet Tempo 130 auf Autobahn. Diese Diskrepanz sozusagen ist ein Ausdruck, glaube ich, eine nicht reflektierte Manifestation der enormen Komplexität unter anderem der Zeitordnungen, die in solchen gesellschaftlichen Ordnungen auftauchen. Die Synchronisierungsprobleme, die ich jetzt sozusagen kurz anzudeuten versucht habe, Synchronisierungsprobleme dieser Art, würden wir als eine Dimension von Schnittstellenproblemen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung auffassen und unsere Arbeit sozusagen von der Prämisse, die Armin Nassé gerade entwickelt hat, her entfalten, dass es für diese Schnittstellenprobleme, dass es dafür, für deren Behandlung keinen archimedischen Punkt gibt, keine Zentralperspektive, keine übergeordnete Instanz des Schnittstellenmanagements, sondern immer nur den Pluralismus der Perspektiven, der Eigenzeiten, der Eigensinne, der gesellschaftlichen Teilordnungen. Was es aber schon gibt, sind Muster gesellschaftlicher Arbeitsteilung, zum Beispiel staatliche Gewaltenteilung, Ressortstrukturen von Exekutiven oder Administrationen, Ressortstrukturen von Medieninstitutionen, wissenschaftliche Disziplinen, amtliche Statistiken und so weiter und so fort. Und das eigentliche Interesse dessen, was wir in unserem Arbeitskreis machen wollen, ist zu fragen, was bedeutet es und wie geht man damit um, dass diese Muster der gesellschaftlichen Arbeitsteilung
die typischerweise quer liegen zu den gesellschaftlichen Erfahrungen vielfältiger Krisen, also Klima und Biodiversität, Digitalität und KI, Effektivität und Legitimität der liberalen Demokratie, Demografie und Welternährung, Pandemien, geopolitische Konkurrenzen, Kriege und so weiter. Um diese, was ich mit Querlage meine, nur in einem letzten Satz zu illustrieren, könnte man sozusagen diese Dimensionalität der Bauernproteste abbilden auf die Ressortzuschnitte in der Regierung. Und dann sieht man sofort, dass das Bundesernährungsministerium systematisch nicht imstande ist, diese Bauernproteste zu lösen, weil die Ressortstrukturen, diese Kompetenzen, diese politischen, die die Exekutive da hat, verteilt auf das Bundesumweltministerium, auf das Bundesfinanzministerium, auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, auf das Bundesministerium für Bau, weil es nämlich um Stallumbauten und die technische Anleitung Luft geht und so weiter und so fort. Und alles das im Mehrebenensystem von Bund, Ländern und Europa. Diese Querlage von Mustern gesellschaftlicher Arbeitsteilung und den Formen der gesellschaftlichen Herausforderung, die diesen Muster der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bearbeitet werden müssen, das ist das Problem der Steuerung, um das sich unser Arbeitskreis in bisher jedenfalls ziemlich witzig verlaufenden Diskussionen bemüht. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihre Kritik natürlich und Ihre Anregungen und setzen uns jetzt hier hin. Danke an Armin Assee und Peter Strohschneider für zwei spannende Vorträge zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Nichtsteuerung, darf ich es so nennen, der Probleme, die vor uns liegen. Wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, um Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Wir haben wie bei jeder guten Aufführung auch einen Balkon. Sie dürfen gerne teilhaben an den Fragestellungen. Ich würde dann die Fragen wiederholen, dass wir sie auch aufzeichnen können. Wer möchte die Runde beginnen? Gerne, wir haben hier eine Frage. Ja, guten Abend, vielen Dank. Ich habe mich gefragt, ob im Totalitarismus dann eine Zeitlichkeit nicht einfacher herzustellen ist. Ich darf ganz kurz, lassen Sie das Mikro in der Hand. Ich habe vergessen, Sie dürfen sich vorstellen, wenn Sie die Frage stellen, dann können wir auch. Regine Kaiser. Dankeschön. Ja und nein. Also wenn man unter Totalitarismus versteht, Positionen in der Gesellschaft zu simulieren, von denen aus alles steuerbar ist, dann muss man erstens feststellen, dass sie zumindest einen semantischen Totalitarismus ermöglichen. Also der semantische Totalitarismus besteht darin, dass fast alle totalitären politischen Systeme zumindest in der Lage sind, andere Semantiken zu unterdrücken, sie nicht öffentlich werden zu lassen. Das Grundproblem der Steuerung der Gesellschaft damit aber noch lange nicht gelöst ist, wenn zum Beispiel ökonomische Prozesse den politischen zuwiderlaufen, oder wenn es so etwas wie Loyalitäten innerhalb dieser Gesellschaft, politische Loyalitäten nicht so einfach herzustellen sind, womit man sozusagen mit der Gewaltandrohung so viel Energie verbraucht, dass man womöglich keine Zeit oder keine Energie mehr hat, die Probleme zu lösen, von denen man behauptet, dass man sie zentralistisch viel besser lösen kann. Im Prinzip ist der Totalitarismus kein kategorial anderes System als die liberale Demokratie. Sie löst ein bestimmtes Problem, nämlich das der Perspektivendifferenz anders, stößt aber auf Perspektivendifferenz, sonst bräuchte es keine totalitären Systeme. Sie verlagert diese Perspektivendifferenz sozusagen ins Innere des Machtapparats als interne Kämpfe, sodass im Außenverhältnis eine Art von erratischer Geschlossenheit sichtbar wird, die aber, also Röhmputsch oder die chinesische KP, eine enorme Komplexität solcher Auseinandersetzungen hat. Ich würde nur einen Satz sagen, darf noch Frau Wolwitz sagen. Also unsere Prämisse wäre, man kann nicht das Ganze steuern. Man kann aber auch nicht steuern. Dann erst ist sozusagen der Witz des Themenentwurfs im Blick. Das sind ja selbst wenn man ein libertäres System hat, wie jetzt in Argentinien, wo die sagen, wir steuern gar nicht, sondern lassen die Wirtschaft selber steuern, ist das eine der, sagen wir mal, extremsten Formen des Eingriffs von Steuerung in eine Gesellschaft, die behauptet, dass sie keine sei. Ich halte das für gleich zwei sehr positive Antworten und würde sagen, wir sammeln weiter. Wer möchte noch eine Frage stellen?
Bitte kurz vorstellen und dann Ihre Frage. Ah ja, guten Abend. Friederike Keller ist mein Name. Und das knüpft vielleicht ein bisschen an das Thema eben an, weil ich habe mich gefragt, für die Bauern war der Zeitpunkt doch ganz gut. Also wenn es um Synchronisierung geht, dann ist es doch total relativ, oder? Also für wen, also in welchem Sinne soll denn synchronisiert werden? Das war's. Naja, also für die Bauern war der Zeitpunkt natürlich großartig. Also die Ampelregierung hätte gar keinen besseren Zeitpunkt wählen können für einen Angriff auf die Landwirtschaft. Aber das ist nicht im Interesse der Ampelregierung gewesen. Das ist ja der Punkt. Wir wollen ja sagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf eine solche zeitliche Konstruktion. Aber diese Perspektiven sind inkompatibel, ohne dass es eine übergeordnete Zentralperspektive gäbe, die die kompatibilisieren könnte. Man könnte analog andersrum sagen, wann ist eigentlich es gut, Wissenschaften an den Karren zu fahren, um mal in dieser Agrarsemantik zu bleiben. Da würde man auf die Semesterferien kommen, wo man sagen würde, wir haben da nichts zu tun. Der Unterschied ist nur, da sind wir nicht da. Das ist in Nordrhein-Westfalen gang und gäbe. Also jeder weiß, dass das Wissenschaftsministerium in Düsseldorf seine neuen Verordnungen unmittelbar nach Semesterende in die Universitäten schickt. Seit Jahrzehnten ist das so. Auch wenn er nicht hier ist, darf ich kurz einfach mal das Wort von Wolfgang Schmidt ergreifen, der sagen würde, er hat sich den Zeitpunkt ja nun auch nicht aussuchen können mit der Regierung, sondern das wurde von Karlsruhe aufgedrängt. Insofern haben wir auch hier... Deswegen sage ich Rechtssystem, Politiksystem, Wirtschaftssystem. Genau diese schöne Synchronisierungsproblematik. Wir sammeln weitere Fragen. Ich gucke auch nach oben, wenn Sie sich... Dann ist wohl hinten eine Frage und das Mikro ist auch schon angekommen. Hallo, vielen Dank. Mich würde sehr interessieren, also ich bin Sebastian Dück, mich würde sehr interessieren, inwiefern Sie glauben, dass es steuerbar ist, wie viele Krisen wir erleben und in was für einer krisenhaften Zeit wir uns befinden, oder ob das quasi etwas Inhärentes, etwas nicht Planbares, Messbares oder irgendwie Beeinflussbares ist. Also was wir auf gar keinen Fall machen in diesem Arbeitskreis, das ist genau zu definieren, was eine Krise ist. Man würde wahrscheinlich immer wieder auf Leute kommen, die sagen, die eigentliche Krise, die habt ihr noch gar nicht gesehen. Ja, die Entfremdung des Menschen von sich selbst oder von der Natur oder was auch immer. Das heißt also, was als Krise durchgeht, ist selber eine empirische, eine offene, eine kontingente Frage. Insofern lässt sich Ihre Frage eigentlich nicht beantworten. Man muss empirisch hingucken und sich die Frage stellen, was eigentlich noch als Krise erlebt wird oder was schon Steuerung ist oder umgekehrt. Ja, also was noch Steuerung ist oder schon Krise. Wenn man wiederum, das habe ich vorhin in dem Vortrag versucht zu sagen, mit einem oberschlauen dritten Perspektive eines Sozialwissenschaftlers, das hingeht und sagt, eigentlich ist die gesamte Gesellschaft immer schon in der Krise, dann ist das natürlich kein falscher Satz, weil Krise dann heißt, dass die unterschiedlichen Teile nicht wirklich aneinander passen. Aber es ist gleichzeitig auch ein falscher Satz, weil man das natürlich aus der Perspektive der Akteure betrachten muss. Und die interessante Frage selbst im politischen System ist ja, dass das, was für eine Regierung eine Krise ist, für die Opposition ein Geschenk sein kann. Also solche Dinge kommen ja durchaus auch vor. Und dann sieht man, dass das ein Kontingent Begriff ist. Insofern lässt sich das auch nicht quantifizieren. Man kann natürlich im Moment sagen, dass sich die Krisen schon überlagern, dass wir also eine öffentliche Diskussion haben, bei der man sich in der Aufmerksamkeitsökonomie gar nicht entscheiden kann. Also entscheiden tut das ja ohnehin niemand, dass es nie entschieden ist, dass wir jetzt nur über diese Krise sprechen. Das hat die Pandemie geschafft, das hat die Flüchtlingskrise 2015-16 geschafft. Zurzeit schaffen es selbst Kriege nicht, andere Dinge zu überlagern, die entsprechend auch da sind. Und die Wissenschaften haben dann die Aufgabe, darüber aufzuklären, was nicht nur die eigentlichen Krisen sind, sondern auch wie sie zu überwinden sind, so war die Selbstbeschreibung der Wissenschaft gerade, ich habe darauf hingewiesen. Sie sehen also, selbst wenn man das versuchen würde zu definieren, haben wir es immer mit einem Gegenstand zu tun, der selbst etwas mit der Steuerung macht. Also das ist ja das, womit wir auch den Gedanken eigentlich bei der Konzeption des Arbeitskreises begonnen haben, dass es oftmals so etwas wie Steuerungsfantasien gibt, die nur den Steuernden, also den Steuermann, den Kubernetes sehen, aber nicht, dass das, was gesteuert wird, sich selber steuert, zum Beispiel in der Reaktion auf Steuerungen, wie man es etwa bei Protestbewegungen sehr schön sehen kann, die ja interessanterweise in der Aufmerksamkeitsökonomie, Peter, du hast gerade darauf hingewiesen, bisweilen ganz kleine Probleme adressieren, aber gleichzeitig adressieren, dass die ganze Gesellschaft im Argen liegt.
Und das gilt für jede Form von Protest, die man auf den Straßen beobachten kann. Es ist übrigens wichtig, wenn man sich solche Dinge sozialwissenschaftlich anguckt, sich zu emanzipieren von den Zielen des Protestes, weil die Strukturen, die Muster sehr, sehr ähnlich sind. Wir halten ja die Proteste, die das wollen, was wir selber wollen, für eine andere Form von Protest als die anderen. Dummerweise sind die sich vergleichsweise sehr ähnlich. Was heißt dummerweise? Vielleicht ist das das, was man sich auch wirklich zumuten muss, wenn man das beobachtet, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Vielen Dank. Wir haben eine Wortmeldung vorne. Ich bin Radka Hladka und meine Frage ist, weil die Dame hinter mir ja über den Totalitarismus sprach, also welchen Vorschlag oder welche Gedanken gibt es in dem Arbeitskreis zu dieser Asynchronstruktur, also wie man das bewältigt, dass unterschiedliche Ministerien nicht miteinander so agieren, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, dass man die richtigen Mittel findet. Also was kann man, das gibt es ja schon immer, das ist ja nichts Neues. Aber wenn ein Arbeitskreis da ist, also wo sind die Gedanken, wie man, was implantiert man, was eine übergeordnete Kontrolle ist für alle sozusagen und nicht im Totalitarismus, sondern unterschiedliche Bereiche. Also betreffend. Also, es gibt einen Minister in der Bundesregierung, der ziemlich prominent ist. Der würde wahrscheinlich sagen, ein Wahrheitsministerium wäre die richtige Instanz um dieses Problem. Zukunftsministerium. Ja, also das hat Armin ja ausgeführt. Dann bräuchte man mehrere, nicht? Aber... Und dann hätte man das Problem nicht gelöst, weil dann die Abstimmungen, die Ressort-Egoismen zwischen unterschiedlichen Zukunftsministerien miteinander abzugleichen wären und dieselbe Form von Komplexität und Unabgestimmtheit wieder auftauchte. Also im Ernst, um das nicht nur zu ridikulisieren, das ist eine Erwartung an Komplexitätsreduktion, die in modernen Gesellschaften, würden wir sagen, ausgeschlossen, also die unrealistisch ist, die in modernen Gesellschaften nicht erfüllt werden kann. Wenn man das nur auf die Regierung bezieht, und das war ja Ihre Frage, ist es sozusagen schon innerhalb dieses Organisationsarrangements unmöglich, weil die natürlich auch entsprechend Politik machen. Also wenn ein Minister zum Beispiel an einer Demonstration teilnimmt und dort auf dem Podium spricht, und also die Demonstration ist gegen die Regierung, der er selber angehört, dann hat das natürlich Wirkungen, also der von dem Minister war gerade schon die Rede, dann hat das natürlich Wirkungen auf die Regierung selbst. Man versucht das gewissermaßen in einem Organisationsarrangement durch die Verfassung zu regeln, dass der Bundeskanzler die Richtlinienkompetenz hat. Da steht übrigens nicht, dass er die Kompetenz hat, dass diese Richtlinien in allen Ministerien so ausgeübt wird, wie er sie gerne hätte, sondern sie wird so ausgeübt, wie es möglich ist, sie auszuüben. Was übrigens, Stichwort Muster, in allen komplexen Organisationen ganz ähnlich ist. Also warum müssen Unternehmen so viel Geld für Organisationsberatung ausgeben, weil die Richtlinienkompetenz des Vorstandes nur eine Richtlinienkompetenz ist, die Richtlinien aber andere Linien beschreiben, wenn sie dort ankommen, wo sie umgesetzt werden sollen. Und das macht immer alle nervös, die in Vorständen sitzen, zum Beispiel Frank Suda gerade. Aber es ist sozusagen sehr spannend, dass wir diese Dinge ja nur deswegen organisieren müssen, weil das nicht einfach eine Übertragung von Sinn von einem Punkt auf den anderen ist. Dass Regierungen das versuchen, dass übrigens diese Bundesregierung ganz am Anfang das sogar programmatisch beschrieben hat. Also Wolfgang Schmidt ist im Haus, habe ich gelesen. Ja, die haben die Idee, wir brauchen Querstrukturen in der Regierung. Schon wenn man sowas sagt, hat man anerkannt, dass die Versäulung sehr stark ist. Wenn man anerkennt, dass die Versäulung sehr stark ist, dann braucht man eine solche Lösung. Sie können immer an den Lösungen sehen, was für Probleme da sind. Also wenn Unternehmensselbstbeschreibung, Unternehmensphilosophie fünfmal steht, wir ziehen alle an einem Strang, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die das Gegenteil tun, sonst würde man das da nicht hinschreiben. Meine Assoziation ist dann immer, wer hängt eigentlich an diesem Strang? Das habe ich mal. Und in welche Richtung ziehen wir? In welche Richtung ziehen wir? Naja, wenn jemand dran hängt, natürlich nach oben. Wir haben noch eine Minute und ich denke, da können wir noch eine kurze Frage stellen und diese kurz beantworten. Wer möchte das letzte Wort? Bitte kurz vorstellen und eine knappe Frage anhängen. Hallo, ich bin Juna Amir und ich frage mich, gegeben dem, dass Sie von Synchronisationsproblemen gesprochen haben, wie würden Sie Synchronisierung messen?
mit der Uhr. Also die können Sie natürlich nicht messen, weil Synchronisation ist ja kein Zeitmaß, sondern ein Zeitproblem. Und das können Sie nicht messen. Man kann natürlich sagen wir mal, Beobachtungen anstellen und feststellen, dass die Dinge unterschiedliche Eigenzeiten, war der Begriff, den du verwendet hast, haben. Und damit haben wir, das ist ja das, was ich gerade meinte, also schon die Benennung des Problems zeigt ja, dass es eigentlich ein unlösbares Problem ist. Man kann Komplexität vollständig runterfahren, die Dinge zentralistisch lösen, dann werden sie entweder so unterkomplex, dass sie auf Märkten verschwinden, dass sie in der Politik nicht gewählt werden oder dass sie in der Wissenschaft niemals einen Ruf bekommen, wobei da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber in allen anderen Fällen gilt das, aber spannenderweise man sozusagen dieses Problem nicht prinzipiell lösen kann. Deshalb beschäftigt sich unser Arbeitskreis eben nicht mit prinzipiellen Problemen, sondern mit der Frage, wie man empirisch trotzdem versucht, das zu lösen. In Analogie zu dem, was Peter Strohschneider gerade gesagt hat, dass man zwar nicht steuern kann, aber auch nicht steuern kann, heißt es, dass es unlösbare Probleme gibt, die deshalb unlösbar sind, weil sie gelöst werden müssen. Super letztes Wort, oder? Wunderbar, nicht ganz so knapp, aber vielen herzlichen Dank an Armin Assee und Peter Strohschneider für diese spannende Diskussion. Applaus